Willkommen bei Sägebob. Eigentlich wollte ich jetzt hier draußen mit der Benzinkettensäge arbeiten, mir ist aber einfach zu kalt. Und darum nehme ich jetzt die Kettensäge und säge drinnen in meiner Waldhütte weiter. Also hier drinnen ist bereits deutlich wärmer, dennoch werde ich jetzt hier nicht mit der Benzinkettensäge arbeiten. Dazu komme ich gleich. Aber warum spreche ich dieses Thema an, was ich ebenfalls sehr interessant finde? Und zwar hat mich Julia vor einigen Tagen gefragt, wie das eigentlich aussieht, wenn man bei seiner Benzinkettensäge Sonderkraftstoff nutzt und damit in einem Haus arbeiten möchte, um beispielsweise einen Balken oder auch mehrere durchzusägen oder generell Holz. Ich finde, diese Frage ist berechtigt, denn wenn man jetzt hier Sonderkraftstoff tankt und den bei seiner Kettensäge verwendet, dann entstehen ja deutlich weniger Schadstoffe. Ein Video über den Sonderkraftstoff, das habe ich ausführlich schon alles beschrieben, blende ich euch oben rechts mal ein. Und jetzt könnte man es sich da ganz einfach machen und sagen, okay, ich habe jetzt hier keine Elektro- oder Akkukettensäge, aber meine Benzinkettensäge mit Sonderkraftstoff. Und so kann ich doch bedenkenlos in meinem Haus Holz sägen oder generell im geschlossenen Raum. Ja, so einfach wollte ich es mir nicht machen, denn das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Warum? Auch wenn jetzt hier wie bei Sonderkraftstoff weniger Schadstoffe ausgeströmt werden, so besteht dennoch eine Vergiftungsgefahr. Und welche Vergiftungsgefahr könnte das sein? Nämlich eine Kohlenmonoxidvergiftung. Das Gefährliche, besonders bei Kohlenmonoxid, ist der Punkt, dass man das nicht bemerkt, wenn das in den Raum ausströmt. Beziehungsweise man riecht es nicht und man schmeckt es auch nicht. Erste Anzeichen für eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration in einem Raum kann Müdigkeit und können auch Kopfschmerzen sein, und danach kann es sogar schon passieren, dass man eventuell immer müder wird oder sogar ohnmächtig. Und das Problem dabei ist wirklich, man merkt es mitunter gar nicht. Was ihr mal machen könnt, schaut mal in die Gebrauchsanweisung eurer Kettensägen rein oder generell benzinbetriebenen Geräte. Dort geben die Hersteller häufig an, bitte die Geräte nicht in geschlossenen Räumen betreiben, da eine Vergiftungsgefahr besteht. Aber eigentlich spielt die Kraftstoffart keine große Rolle, ob Sonderkraftstoff oder Selbstgemisch, die Gefahr ist einfach gegeben. Beim Selbstgemisch kommt noch hinzu der höhere Anteil der Schadstoffe, der nicht unterschätzt werden sollte. Und das könnt ihr euch so vorstellen, ihr sägt in eurem Haus, es ist nicht ausreichend Belüftung vorhanden und ihr steht binnen kurzer Zeit in einer blauen Dunstwolke. Dann nehmt ihr unausweichlich auch die Schadstoffe über die Luft wieder aus und die können ebenfalls Schaden anrichten. Ja? Nun, was macht man aber, wenn man nur eine Benzinkettensäge zur Verfügung hat und keine andere Alternative? Da muss ich einfach sagen, es liegt gänzlich in eurer Entscheidung. Ihr müsst entscheiden, ob ihr das Risiko eingehen wollt oder nicht. Wobei ich dazu auch sagen muss, es liegt ganz klar auch an der Nutzungsdauer. Es macht halt einen Unterschied, ob man eben nur einen Holzbalken kurz durchsägt, den dann rausträgt und dann dort an der frischen Luft weiterverarbeitet, oder ob man eben 20, 30 oder sogar 60 Minuten am Stück irgendwo in einem Haus sägt und sich dann dieser Belastung aussetzt. Sorgt auf jeden Fall für eine ausreichende Belüftung, unterschätzt die Gefahr nicht, informiert auf jeden Fall eine weitere Person in eurer Umgebung und wie gesagt, es liegt gänzlich in eurer Entscheidung. Auch ich habe schon des Öfteren in Häusern gesägt mit der Benzinkettensäge, weil es zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist schon einige Jahre her, keine Alternative gab. Ich erinnere mich da unter anderem an eine Situation, dort habe ich auf einem großen Dachboden gearbeitet, der spitz zulauf. Dort hatte ich aber das große Glück, dass rechts und links mehrere Dachluken waren. Die habe ich dementsprechend öffnen können und so habe ich für ausreichend Luftzufuhr gesorgt. Aber auch dort habe ich dann die großen Holzbalken kurz nur klein gesägt, sodass ich sie tragen konnte, und dann wurden sie an eine frische Luft gebracht, wo sie dann weiterverarbeitet werden konnten. Und dementsprechend habe ich die Nutzungsdauer so klein wie möglich gehalten bei der Benzinkettensäge. Weil auch dort habe ich in kurzer Zeit feststellen können, damals habe ich noch mit Selbstgemisch gearbeitet, dass ich trotz des Durchzuges immer noch eine blaue Dunstwolke gebildet hat. Da war an der Akkukettensäge nicht zu denken, weil das damals noch reines Spielzeug war. Und eine Elektrokettensäge war auch in dem Punkt nicht möglich, weil die Steckdose weit, weit entfernt war. Und dementsprechend konnte ich dort eben auch keine Elektrokettensäge einsetzen. Also blieb mir nur eine Benzinkettensäge. Das war vor vielen Jahren. Heute würde ich das auch nicht mehr machen. Und ich würde gänzlich auf eine Akkukettensäge zurückgreifen, weil diese sich heute auch nicht mehr verstecken müssen. Und diese Sägearbeiten, die ich damals durchgeführt hatte, heute locker schaffen würden. Und wenn für euch die Möglichkeit besteht, notfalls kann man sich mal so eine Akkukettensäge auch mieten oder auch eine Elektrokettensäge, dann greift auf diese Alternativen zurück. Es gibt keinen Grund, seine Gesundheit zu gefährden, wenn die Möglichkeit besteht, auf diese Alternativen zurückzugreifen. Sicherlich könnte man auch sagen, es macht einen Unterschied, ob ich in einem Raum mit 50 Quadratmeter säge mit einer Benzinkettensäge oder in einer Halle mit 1000, 5000 oder 10.000 Quadratmeter.
Aber ist auch in so einer großen Halle nicht ausreichend Belüftung vorhanden, kann es dort auch gefährlich werden mit einer Zeit, gerade wenn mehrere benzinbetriebene Geräte benutzt werden. Hier aber nochmal der Hinweis, es liegt gänzlich in eurer Entscheidung, ob ihr das Risiko eingehen wollt oder nicht. Ich muss dazu aber sagen, auch heute noch, wo es Alternativen gibt zur Benzinkettensäge, wenn man in Räumen arbeiten möchte, gibt es dennoch einige Personen, die die Gefahren nicht sehen. Nicht nur bei Privatpersonen, sondern ich sehe auch immer noch die eine oder andere Handwerksfirma, die bei Hausrenovierung, weil es eben gut passt, auf eine Benzinkettensäge zurückgreift. Also seht ihr, es gibt auch hier und da noch Leute, die die Gefahren einfach nicht sehen. Und gerade bei Handwerksfirmen, die ja dann häufiger eine Kettensäge benutzen bzw. brauchen, wäre es doch eigentlich angebrachter, gänzlich jetzt schon auf Akkukettensägen umzusteigen. Ja, es machen auch immer mehr Handwerksfirmen, die Akkukettensägen benutzen, und da ist immer der Hinweis, wenn ihr das handwerklich beruflich macht, nutzt zukünftig Akkukettensägen oder wenigstens eine leistungsstarke Elektrokettensäge. So, ich habe jetzt mal meine Meinung zu dieser Thematik geschildert. Jetzt seid ihr gefragt. Seid ihr der gleichen Meinung, dass man auf eine Benzinkettensäge in geschlossenen Räumen bzw. Häusern verzichten soll? Oder habt ihr vielleicht auch schon mal eine Benzinkettensäge genutzt, beispielsweise in einem Keller, auf dem Dachboden, so wie ich, oder auch in der Garage? Nutzt dazu mal die Kommentarfunktion. Darüber wollte ich mich sehr freuen, über eure Erfahrungsberichte. Bis zum nächsten Mal.